Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Hitman 3. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Wir müssen diese Agenten finden. Ich habe keine Ahnung, wer das alles sein wird. Aber ich denke mal, drinnen habe ich auf jeden Fall schon alle ausgeschaltet. Ich weiß im Übrigen auch nicht, wie lang der Stream wird. Ich hoffe, ich sitze hier nicht schon wieder eine Stunde. Ich habe eine Stunde gebraucht, um drei Agenten auszuschalten und hier sollen recht viele sein. Ja, meine Ausrüstung habe ich. Den letzten Kill bei der letzten Folge hatte ich so gemacht, dass ich einfach durch die Wand hindurch einen Kopfschuss gegeben habe. Ja, ich weiß, wie das klingt. Aber es hatte geklappt. Ich denke mal, ich kann hier einfach durchgehen. Ich meine, wer soll mich erkennen? Wir müssen einen Weg nach oben finden. Warum sind definitiv noch welche? Das Problem ist, ich weiß nicht, wer jetzt von denen alles ein Agent ist. Davenport hier. Nothing to report. Ah, das ist einer. Ich habe recht mit denen, die mich durchgehend erkennen können. Ich muss die finden, die mich durchgehend erkennen können. Das sind die Agenten. Okay, wir wissen es für die Zukunft. Okay, wir haben Agent Davenport gefunden. Finden wir einen Moment, mit dem wir ihn ausschalten können. Mein Ziel ist es, alle zu finden. Die Menschenmenge bringt mir nichts. Die erkennen mich trotzdem. Haben wir ja gerade gesehen. Irgendein Moment, wo der alleine ist, wird es schon geben. Die speziellen Kids, die versuche ich offline nochmal. Weil das wird mir sonst zu viel Arbeit. Das glaube ich, der nächste Agent. Ja. Did you get into this line of work for the short nights? Haha, very funny. The target is as good as they say. Also, das ist auf jeden Fall auch der zweite. Wenn wir die beiden töten, haben wir auf jeden Fall die fünf voll. Boah, das wird so anstrengend. Eventually he's gonna make himself known. Well, maybe that would make life easier. No, we wouldn't be able to tell the difference at all. Maybe you're right. Ich würde sagen, ich lasse Davenport erstmal in Ruhe und folge dem, damit ich den auch irgendwie angezeigt kriege. Das ist Agent Swarm. Der steckt nicht mal hier oben in der Menge. Die ist größer. Natürlich bleibt stets immer die Frage, wie wir ihn ausschalten. Ich meine, hier ist schon was los, ne? Oh, ich habe eine Idee. Ich speichere mal kurz. Okay, ich habe sie geworfen. Pistol ausrüsten. Ist auch voll geladen. Warten, dass die dort weggehen. Warte mal, vielleicht kann ich da drunter das auch sabotieren. Irgendwas ist dort ja. Dann geht er doch bestimmt dahin und will das reparieren. Was auch immer ich da kaputt machen kann. Oh, das ist das Teil, was ich hier... Ups. Okay. Mir bleibt nur eine Idee. Ist das genau unter der Kugel? Ja, ist es. Komm, ist er dort? Jawohl! Er ist tot! Agent Swan, are you still there? Es hat geklappt.
over here. Oh, nice. Der hat sich auch irgendwas gegönnt. Okay, ein Agent weniger. Speichere ich auf jeden Fall mal ab. Hier gibt es keinen Punkt, wo ich mich hinsetzen kann, ohne dass man mich dabei sieht. Obwohl doch. Komme ich irgendwie da oben drauf? Das sieht so aus, als ob man dann laufen könnte. Das ist die einzige Möglichkeit, die mir gerade einfällt. Ja, guck, da oben kann man safe hin. Mit dem Sack kann ich ihn erschlagen. Oh, da brauche ich ja richtig gutes Timing. Hoffentlich läuft er auch hier lang. Jetzt! Ja! So, hat das irgendwer mitbekommen? Nein, ich könnte sogar die Leiche verstecken, wenn ich lustig bin. Roger. Sollte eigentlich keiner mitbekommen. Natürlich kann mich jetzt gerade jeder kennen. Klar, wenn ich hier auch mit einer Leiche langlaufe. Der wird ein böses Erwachen haben. Das waren aber noch nicht alle Agenten. Hier muss doch irgendwo eine Leiter sein. Oder muss ich jetzt wirklich einmal komplett hier außen rum? Auch mal klettern. Der Agent mit dem Scharfschützengewehr, der lebt noch. Ich habe die Mission mit dem noch. Ich habe noch keinen Erfolg dafür, dass ich ihn umgebracht habe. Kann sein, dass ich nach dem nächsten Kill diesen Part bei Twitch auch beende. Ich will es halt wirklich nicht so extrem strecken. Ist halt das Ding. Ich habe das jetzt hier schon auf zwei Streams hier gestreckt. Das reicht ja eigentlich auch. Da komme ich rüber. Okay, ich habe meinen Weg nach drüben endlich gefunden. Ich denke mal, der Agent mit dem Scharfschützengewehr, der da oben haust, der wird sein Scharfschützengewehr auch direkt bei sich haben. Ich könnte ihn erschlagen und dann einfach mit seinem eigenen Gewehr erschießen. Jetzt muss ich einmal komplett hier drumherum, nur um zu diesem Funkturm zu gehen. Mittlerweile müsste ich ja hier alles ausschalten, wollte ich sagen, aufmachen können. Weil ich habe ja zum einen die Brechstange und zum anderen jeden Schlüssel. Da vorne will ich hin. Kann ich hier einfach raus? Oh, ich habe aus Versehen beendet. Das wollte ich eigentlich nicht. Na gut, dann mache ich das hier einfach ab hier jetzt wirklich privat weiter. Also ich habe jetzt so lange gesucht. They got my message. Where are you? Diner. Up the main road. On my way. Ja. Dann beende ich hier wohl den Stream gleich. Also es kommt ja gleich safe noch eine Zwischensequenz, die gönne ich euch. Ich werde diese Mission wahrscheinlich so lange offline nochmal machen müssen. Das wird ein Riesenspaß. Die mache ich dann aber auch wirklich von Anfang an nochmal. So. Projektorbar. Ein Mikro-Taser. Finde ich auch ganz gut. Ja, und jetzt kommt nochmal die Szene, die ich erwähnt habe. Dafür mute ich mich.
You're hurt. You should see the other guy. Never killed nobody before. What you did back there. You really are all Gray said you'd be. 47. He didn't suffer, did he? He made it count. But not broken. I'm glad. It's time we start afresh, you and me. Get to the point. You and your friends pulled off the impossible. You stormed the heavens, took down the untouchables, and yet, here we are. Status quo. It just goes to show, you can't fight power, Miss Burnwood. Power never dies, it only changes hands. The best you can do is claim it. I never cared about power. Power is a tool, Miss Burnwood. It's the thing that gets you to the thing. As the next constant, you can be the agent of change. Transform the system from the inside, or be transformed by it. No risk, no reward. I'll need to think about it. No, you won't. The real question is, what will you bring to the table? So Leute, das war's dann aber auf jeden Fall jetzt mit diesem Part. Und auch mit diesem Stream. Ich hoffe, jeder hatte Spaß beim Zusehen. Ja, und ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß. Noch für den restlichen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss und bis dann.